3x5, 50 mm Durchmesser, Titan Grade 5 als Material und 25.500 Euro. Was hat da Rolex heute nur herausgebracht? Hallo meine Lieben und willkommen zu einem kleinen Rolex-Spezial, denn sie haben heute die neue Rolex Deep Sea Challenge vorgestellt. Und das ist eine Uhr, die ich ehrlich gesagt so nicht erwartet habe, denn es ist eine Fortsetzung der Deep Sea-Reihe. Angefangen bei den Divern von Rolex gibt es natürlich nach wie vor die Submariner mit 300 Metern und 40,5 mm Durchmesser. Darüber ist dann die Rolex Sea Dweller mit 43 mm und darüber stand dann immer mit 44 mm und 17,7 mm Höhe die Rolex Deep Sea. Und darüber hat Rolex jetzt angesetzt und auch eine weitere Uhr rausgebracht, die Deep Sea Challenge aus RLX Titan, was eine Titan Grade 5 ähnliche Legierung ist. Und dann halt in 50 mm. Und das ist schon Brocken. Und ich glaube, genau deswegen haben sie sich dazu entschieden, die Uhr in Titan rauszubringen. Weil in Stahl wäre das schon, tja, ich würde sagen, sehr schwer zu tragen. Über die Höhe habe ich noch nichts herausgefunden, meine Lieben. Und ich denke, da die normale Deep Sea schon allein 17,7 mm hat, wird die neue Deep Sea Challenge deutlich dicker sein, denn die kommt 11.000 Meter tief. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber wenn ich mir dann so das Profilbild angucke von dem neuen Ticker, tja, was soll ich sagen, da denke ich schon, die wird dann auch ein bisschen dicker ausfallen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze dann in the metal aussehen wird. Hoffe, dass ich irgendwann die Chance und Möglichkeit habe, das Teil mal dann in the metal anzugucken und dann auch mal am Arm zu erleben. Rolex, wie ihr zuguckt, just saying. Aber ansonsten, finde ich, ist der Release auf jeden Fall ein sehr spannender geworden. Werkstechnisch haben wir hier das 3230 verbaut, ein Dreizeigerwerk. Ich finde es interessant, dass sie hier keine Datumsvariante genommen haben. Und es markiert da meiner Meinung nach auch wieder diesen Toolwatch-Charakter oder Extrem-Charakter, den die Deep Sea Challenge hat, weil der Ticker muss tief kommen, reine Zeitanzeige reicht da vollkommen aus, aber mich würde auch interessieren, ob ihr da vielleicht ein Datum präferiert hättet. Teilt das mal gerne mit mir und der Community unten im Kommentarfeld, was ihr dazu sagt, Datum oder kein Datum, macht das überhaupt Sinn bei so einem Ticker? Fände ich eigentlich auch cool, dann aber auch nach wie vor, wie man es von früher kennt, ohne Lupe. Aber es wäre auch interessant gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich hier ein sehr klares und auch ein sehr stimmig und gut proportioniertes Ziffernblatt, was dann auch allgemein zum Charakter und zum Typen von der Uhr passt. Titan Grade 5 ist ein etwas dunkleres Titan, bisschen heller als Titan Grade 2 oder 3, was wir von anderen Herstellern kennen. Und auch da bin ich auf das Finish gespannt. Man sieht da auf jeden Fall mattierte und polierte Flächen, zumindest Phasen. Also auch da bin ich mal gespannt, wie das Ganze in dem Metal aussieht. Das Band ist ebenfalls aus diesem RLX Titan oder Titan Grade 5. Genauso wie die Schließe mit dem Gleiblock und Fliplop-System. Zum Gewicht habe ich leider auch noch nichts finden können. Solltet ihr da mehr wissen, meine Lieben, teilt das auch unten im Kommentarfeld. Ich bin gespannt, was die Community damit zusammenträgt. Wollte aber einfach auch mal mit dem Release hier oder zu dem Release ein kleines Video machen und einfach darüber schnacken, was sie da hervorgebracht haben. Im Großen und Ganzen finde ich den Release auf jeden Fall spannend und auch interessant, dass sie sich dazu entschieden haben, der Deep Sea-Reihe sozusagen die Krone aufzusetzen. Lassen wir das. Aber ich finde es schön, dass sie genau, ich sag mal, diesen ursprünglichen Prototypen jetzt auch weiterentwickelt haben und zum Kauf auch anbieten. Denn ich sag mal, diese Deep Sea Geschichte, James Cameron, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, bekannt bei euch. Allerdings gab es diese, ich sag mal, extremeren Varianten nie zu kaufen. Das waren Prototypen, die extra für die Reise in die Tiefe entwickelt worden sind. Jetzt gibt es sie zu kaufen. Und das alleine finde ich halt spannend und auch interessant, dass sich Rolex dazu entschieden hat, den Schritt jetzt zu gehen und das Ganze so anzubieten. Aber ich bin natürlich auch wieder richtig gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr von dieser Deep Sea Challenge und der Weiterentwicklung der Deep Sea Reihe? Teilt das gerne mit der Community und mir unten im Kommentarfeld. Ich freue mich wie immer darauf, euch da unten zu lesen. Das war es dann aber auch mit einem kleinen Überblick zu dieser Neuheit von Rolex. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr hattet eine gute Zeit. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen.
sage goodbye, bis dahin und auf Wiedersehen, euer Konstantin. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.